Hi, schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute zeige ich dir ein ganz tolles Anti-Zecken-Mittel, was ich für die Hunde gemischt habe und was auch total effektiv ist. Dazu brauchen wir ein paar ätherische Öle und ein Trägeröl. Also ich habe jetzt Mandelöl genommen. Da kann man alles Mögliche nehmen, was einem zusagt. Jojobaöl. Dann brauchen wir Wasser. Zitronengras. Geranie. Zedernholz, Grapefruit und Eukalyptus. Das sind die fünf Öle, die wir brauchen. Dann brauchen wir hier so eine 30 ml Glasflasche, am besten so braun getönt, weil es immer gut ist, wenn man die Öle dann in einer dunkel getönten Flasche aufbewahrt und nicht ins direkte Sonnenlicht stellt. Mit so einem Sprühaufsatz, damit man das gut in die Hände sprühen kann, verteilen kann und dann dem Hund einreiben kann. Dann nimmt man jetzt einfach so einen Esslöffel Mandelöl oder Jojobaöl. Ich mache jetzt hier einfach mal ein bisschen rein. So. Und dann von jedem Öl ein Tropfen, also ein Tropfen Grapefruit, aber ich denke immer, es gibt was für ihn und er mag auch total die Gerüche, ein Tropfen Zitronengras. Und es ist auch einfach immer ein gutes Gefühl, wenn man weiß, die Öle sind absolut unschädlich für Tiere. Man muss ja immer oft Angst haben, wenn man irgendwas im Haushalt hat, auch in Reinigungsmitteln oder so bei Tieren und kleinen Kindern, dass da was passiert. Und das finde ich so genial bei den Produkten. Da kann man total angstfrei leben und weiß, egal, auch wenn die mal irgendwie was klauen oder dran lecken, es passiert absolut gar nichts. Im Gegenteil, es ist oft dann gesund noch. Dann ein Tropfen Eukalyptus. Ein Tropfen Geranie. Und zu guter Letzt noch ein Tropfen Zedernholz. Der will nicht. Und jetzt. So. Das war's auch schon. Das Ganze fülle ich jetzt mit Wasser auf. So. Schraub's zu. Dann einmal kräftig schütteln, dass sich alles schön verteilt. Dann kann man jetzt einfach so ein bisschen davon in die Hand sprühen, schön verteilen und dann einfach den Hund schön einmassieren damit. Schauen wir mal, da liegen zwei total entspannt. So, dann einfach schön ins Fell einmassieren. Die Pfötchen. Im Bauch. Dass alles schön eingecremt ist. Und die Zecken keine Lust haben anzudocken. Das ist ein ganz toller Schutz. Und die Hunde, die duften auch noch total toll. Ich wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren. Jetzt kommt der Herbst, da kommen wieder vermehrt die Zecken. Ich finde immer so Frühling und Herbst ist immer so die schlimmste Zeit. Im Sommer ist es denen ja oft zu heiß. Und ja, probier es einfach mal aus. Misch dir zusammen und trag es auf deinem Hund, auf der Katze auf. Und du wirst sehen, es bringt total viel. Viel Spaß beim Nachmachen. Ciao!